Wir sehen, im Alltag sehen wir viele Tiere, die relativ unüberlegt im Ausland eingekauft worden sind, per Internet. Soziale Medien hat man die gesehen und hat das Gefühl, das ist eine gute Geschichte, das passt. Wenn man so ein Tier übernimmt, auf dem Tierschutz aus dem Ausland, woher auch immer, oder wie jetzt meine Hunde einfach ein Verzichtshund aus der Schweiz, dann hat er eine eigene Vorgeschichte und allenfalls Probleme. Man hat eine intensive Behandlung, die allenfalls wirklich auch sich nicht rendiert, dass die dann gleich schlussendlich muss eingeschläft werden. Darum ist es umso wichtiger, dass man sich dort wirklich vorher gut informieren, gut vorab klären, auch die Untersuchungen oder vielleicht ein Blutbild oder eine klinische Untersuchung von einem Tierarzt wirklich auch einfordert, wenn man das Tier anschauen, besichtigen, kennenlernen, dass man da sich auf etwas einlässt, das auch Hand und Fuß hat.